Hallo an alle und willkommen zurück zu einer neuen Folge hier in Warframe. Ja, aktuell ist es ein Event in Warframe, zumindest zur Zeit von der Aufnahme hier. Und zwar das Thermia Fracture Event. Ich denke, viele von euch werden es vielleicht schon kennen, die neu sind, kennen es nicht. Für mich ist es jetzt auch das erste Mal, dass ich das hier sehe, beziehungsweise ich habe es, glaube ich, schon mal gesehen, allerdings dann nicht gespielt. Und ja, für mich ist es jetzt auch das erste Mal, dass ich das hier überhaupt gespielt habe. Und wie ihr sehen könnt, können wir hier ganz coole Preise bekommen. Je öfter wir das spielen, je höher unser Scoreboard. Und ich bin gerade auf Score 96 und 100 brauchen wir für die gute Opticore Vendel. Und die wollen wir auf jeden Fall bekommen. Dafür müssen wir das Ganze hier noch einmal spielen. Ich habe jetzt, glaube ich, 2 oder 3 Tage dafür gebraucht. Also geht eigentlich, würde ich sagen, recht schnell. Ich habe es immer solo gemacht. Aber ich würde sagen, wir springen jetzt hier direkt mal rein und schauen uns das dann an, was wir denn genau machen müssen. Oder ja, wie das denn so funktioniert. Ich habe es ja schon mal gemacht. Viele von euch, wie gesagt, werden es wahrscheinlich schon kennen. Soll jetzt hier auch kein Tutorial oder so irgendwie werden. Also dieses Wort Tutorial. So, ein Wort, das ich definitiv nie aussprechen werden kann. Aussprechen. Ja, doch, okay, passt. Genau. Wir müssen hier jetzt erstmal nach hinten, Richtung... Wo ist das? Temple of Profit. Oben links auf der Karte, wenn man die groß macht. Wenn man aus Fortuna rauskommt, rechts dann eigentlich, rechts hinten. Und da müssen wir uns jetzt gleich erstmal so eine Kapsel holen. Und zwar ist hier der Exploiter Orb, der hier schön langläuft mit seinen Begleitern hier. Und wir brauchen hier als erstes mal ein so ein Ding. Und weg hier, schnell, bevor der uns hier killt. Perfekt. Jetzt müssen wir nach so orangenen Rissen gucken, wie hier zum Beispiel. Den markiere ich mir schon mal. Ah, der ballert hier auf mich, kann das sein? Ich weiß es nicht. Irgendwas hat auf mich geballert. Hier vorne den nehme ich nicht so gerne, weil der da noch in der Nähe ist und dann oft angreift. Das hatte ich leider jetzt schon zweimal. Das war nicht so cool. Deshalb versuchen wir hier mal noch irgendwie andere Stellen zu finden. Wir müssen hier jetzt die ganze Karte einmal abfliegen. Wo sind wir denn hier gerade? Bald am Ende. Dann hinten wird leider nichts mehr sein. Hier irgendwas. Oh. Projectile incoming. Nicht gut, schnell weg. Okay, jetzt müssen wir anscheinend ein bisschen suchen. Manchmal wieder hat man Glück und findet schon recht schnell so, sind es Risse? Kann man das Risse nennen? Oder ja, ich kann es nicht genau sagen, wie das heißt. Vielleicht kann man das auch gleich mal anschauen und lesen. Ja, das ist ein bisschen nervig, dass wir hier nicht so schnell was finden. Da ist doch eins, perfekt. Das nehmen wir doch direkt mal. Steht es hier dran? Okay, Fractures heißt's. Okay. Fracture, alles klar. Wissen wir Bescheid. Wir machen unseren Mesmer-Skin an. Ich bin hier mit Revenant drin. Hallo, ich will nicht die Kubanuko, sondern die Fulmin. Da oben, das müssen wir schnell mal wegmachen, damit nicht mehr Leute spawnen. Und den Schakal machen wir auch mal mit 2 Shots weg. Und jetzt heißt's hier eben verteidigen. Bis der Fracture Ceiling Progress bei 100 ist. Es dauert eigentlich auch gar nicht so lange. Ich glaube, 2 Minuten sind es immer. Und hier oben ist ein, wie heißt er denn? Ragnoid. Ich weiß gar nicht, wie er auf Deutsch heißt, ehrlich gesagt. Den habe ich nämlich auf Deutsch noch gar nicht gesehen, weil ich das Event jetzt das erste Mal mache, wie gesagt. Und gerade ist es bei mir irgendwie laut. Ich muss mal meinen Kopfhörer ein bisschen leise machen. So. Ist schon mal besser. Ja, ich bin hier mit Revenant drin, da wir hier den Mesmer-Skin haben und damit auch recht viel Schaden nehmen. Können. Ich habe es schon mit Frost versucht, ich habe es mit Inaros versucht, ging alles nicht so gut. Mit Revenant hat es bis jetzt bei mir am besten geklappt, aber das müsst ihr einfach für euch vielleicht auch selber rausfinden, dann, wenn ihr das auch machen wollt, welche Frame für euch am besten passt, welcher Spielstil für euch einfach der beste ist. Aber wahrscheinlich, wenn ihr das Video seht, ist wahrscheinlich das Event schon rum, vielleicht. Bei 13 Tage geht es jetzt für mich noch. Ah, vielleicht ist es dann sogar noch das Event. Ich weiß es nicht. Ich bin nämlich gerade wieder dran, im Voraus zu produzieren. Während ich Ferien habe. Deshalb
Nicht wundern, wenn mal irgendwie In-Game-Events oder so nicht zusammenpassen mit denen von euch. Das liegt dann daran, dass es einfach schon früher aufgenommen wurde. Und wir sind jetzt schon bei 60 von 100. Der hat ein bisschen Schaden genommen, ja, aber ist noch in Ordnung, würde ich mal behaupten. Pro Kapsel, die wir hier reinsetzen, bekommen wir, glaube ich, 7 Punkte. Man kann auch, glaube ich, mehr Kapseln einsetzen. Ich glaube, 3 Stück gehen maximal rein. Aber dadurch werden, glaube ich, auch die Gegner schwerer. Oder es kommen halt mehr Gegner so irgendwie. Eins von beidem oder vielleicht sogar beides. Aber ich habe es bis jetzt immer mit einem gemacht und bin dadurch auf jeden Fall auch gut vorangekommen. Klar, man muss es recht oft machen. Ja, dauert dann eine Weile, ist ein recht langwieriger Prozess, aber ich würde sagen, der Reward ist dann am Ende auch ziemlich groß mit der Opticore-Wendel. Klar kann man die auch so kaufen und Barukiter kann sie glaube ich auch haben, aber so die selber erspielen ist auf jeden Fall was richtig cooles. Macht auf jeden Fall auch Bock, bringt ein bisschen Abwechslung hier in Warframe rein, solche Events. Und wir haben es gleich geschafft. Bei 96 sind wir von 100. Hier spawnen noch mal ein paar. Die machen wir auch noch mal schnell weg. Und da haben wir es auch schon geschafft. Können wir es wieder aufnehmen. Und ihr seht, dass hier schon ein Viertel orange ist. Hallo, ich will es aufnehmen. Danke. Ein Viertel ist orange. Das heißt, wir müssen es insgesamt 4-mal machen. Den gleichen Prozess wie gerade eben. So ein orangenes Ding da suchen, Fracture, und dann den Kanister einsetzen und wieder circa 2 Minuten verteidigen. Oder wie lange war es denn jetzt? Ah, vielleicht sind es auch ein bisschen mehr als 2 Minuten. Da wird das nächste schon gefunden, das ging jetzt sogar recht schnell. Ich gehe mal kurz in Orbiter, um Operator wollte ich sagen, um wieder Energie zu bekommen. Ich benutze nämlich gerade Zenurik als als Fokusschule, damit ich einfach immer wieder meinen Mesmer-Skin aktivieren kann, wenn der hier aufgebraucht sein sollte bei Revenant. In den normalen Missionen spiele ich ja Naramon, weil es ja die Melee-Fokusschule ist, wenn man so will, weil wir dadurch besseren Kombo-Multiplikator haben, der auch länger bleibt, beziehungsweise der halt schneller höher geht, hochgeht. Oder nee, er bleibt glaube ich nur länger, er geht glaube ich langsamer runter, so war's. Und wir bekommen, glaube ich, mehr Erfahrung durch Melee-Kills. Aber wie gesagt, aktuell hier bei dem Event habe ich rausgefunden, dass Zenurik für mich am besten ist, weil ich hier wieder den Mesmer-Skin einfach aktivieren kann. Auch wenn hier immer wieder Energie droppt, ist es mir einfach doch lieber, wenn ich das so auch selber, ja, wenn ich mir so selber auch Energie geben kann. Gut, die meisten kommen anscheinend von hier nach unten. Den Beacon müssen wir mal wieder schnell wegmachen, bevor hier noch mehr Gegner kommen. Ich glaube, wenn ihr ein Frame wie Frost habt oder was ist denn, Limbo zum Beispiel, einfach einen guten, wie heißt denn, Defense Frame, der zum Beispiel hier einen Orb oder einen Globe hinmachen kann, wie Frost zum Beispiel, dass der Kanister hier nicht so viel Schaden bekommt, macht es glaube ich auf jeden Fall auch um einiges einfacher, wenn ihr den richtig gemoddet habt. Habe ich leider nicht, deshalb muss ich hier mit Revenant gehen, weil das aktuell, glaube neben Inaros so der Frame ist, der am besten gemoddet ist bei mir. Da kommt schon, wieso habe ich den nicht getroffen, Mann. Und wir sind bei 63 von 100. Das geht ja eigentlich recht schnell. 8 Minuten in der Mission und die Hälfte bald geschafft, wobei nicht ganz. Insgesamt dauert, würde ich mal, so ein Kanister, wenn ihr das so macht wie ich, sogar ja, 10 Minuten, Viertelstunde, würde ich mal behaupten. Ja, wobei länger, vielleicht auch 20. Ja, schwer einzuschätzen. Wenn man schnell die Fractures findet, dann geht es, glaube ich, schnell. Wenn man viel suchen muss, dauert es natürlich auch eine Weile. Aber ihr könnt natürlich, ich habe es immer so gemacht, dass ich
wenn ich das einmal gemacht habe, also einmal 4 verteidigt habe und der Kanister leer war, bin ich dann rausgegangen aus der Mission, um eben zwischenzuspeichern, mehr oder weniger. Wobei ich auch einmal 2 hintereinander gemacht habe, also 2 Kanister hintereinander. Weil ihr könnt rein theoretisch einfach wieder zu, wie heißt, zum Temple of Profit gehen und da den nächsten Kanister holen. Oder halt an der Stelle, wo sich der, wie heißt es denn, der Orb darum treibt. Aber wenn ihr dann halt sterbt zwischendurch, ist halt die ganze Mission fehlgeschlagen. Soweit ich das weiß. Ich bin mir jetzt aber nicht zu 100% sicher. Ich glaube zumindest, dass es so ist. Und dann ist da unten ist auch schon das nächste. Das machen wir natürlich auch direkt. Wir können unseren Mesmer-Skin nochmal aktivieren. Und dann bin ich mal gespannt, ob hier nochmal ein Schakal oder irgendwas spawnt. Ja, okay, da unten ist er schon. Ja, da muss man sein Schild wegmachen. Danke, da ist er auch schon down. Und jetzt geht's wieder ans Verteidigen. Ach komm schon. Ich würde es auch sagen, das Event ist jetzt nicht das schwerste, um ehrlich zu sein. Also, wenn ihr einen gut gemoddeten Frame habt und ja, überhaupt das Event schon freischalten könnt oder habt. Ich weiß gar nicht, kann man das Event immer spielen? Das ist jetzt die Frage. Aber wenn ihr locker gegen Level 50 Gegner kämpfen könnt und schon weit mit der Sternenkarte seid oder sogar schon fertig seid, sollte das eigentlich kein Problem sein. Könnt es natürlich auch in der Gruppe machen, da ist nur das Problem, dass das Event hier keine extra Mission ist, sondern ihr ins Orb Vellis einfach gehen müsst. Okay, ja. Was wollte ich sagen? Genau. Und ihr dann mit random Personen gematcht werdet oder in eine Gruppe kommt und es halt sein kann, dass sie einfach gar nicht das machen wollen. Die sind gerade auf einer anderen Mission und ihr seid am Ende eh wieder alleine und wenn ihr mit mehr Gruppen... Ah, wer hat da mir geschrieben? Krass. Okay, wer hat gerade ihm geschrieben? Was habe Kra? Okay, muss ich mal danach schauen, wenn ich hier fertig bin. Aber genau, wenn ihr in einem Squad seid, spawnen glaube ich auch mehr Gegner. Also weiß nicht, ob es das so viel einfacher macht. Wenn ihr hier alleine gut klarkommt, wie es jetzt eigentlich bei mir auch der Fall war, dann würde ich euch das glaube ich empfehlen, das einfach alleine zu machen. Weil ihr könnt eh nicht mehr auf einmal machen, als ihr könnt so ein Fracture nicht gleichzeitig machen, während jemand anderes aus eurem Squad auch einen anderen macht. Also ihr könnt nicht 2 oder 3 oder 4 gleichzeitig machen. So, das wollte ich sagen. Kompliziert umschrieben. Genau, deshalb würden die anderen vom Squad wahrscheinlich eh nur rumstehen. Oder ihr würdet hier halt zu Foot, oder je nachdem wie viele ihr seid, ein so ein Ding verteidigen. Deshalb macht es, glaube ich, eher weniger Sinn, wenn ihr dann in einen random Squad reinkommen würdet. Wenn ihr natürlich mit Freunden das macht, das ist natürlich wieder eine andere Sache. Dann macht das, denke ich, auch mal ganz Bock vielleicht. Oder ja, ein bisschen Abwechslung, bringt das einfach rein. Und zusammen ist es dann auf jeden Fall auch cool, wenn ihr alle zusammen das Gleiche macht. Aber wie gesagt, wenn ihr alleine seid und mit anderen das machen wollt, würde ich das euch doch eher nicht so wirklich empfehlen. Aber ihr könnt es natürlich ausprobieren, ist jedem selbst überlassen. Ich kann euch nur meine Meinung dazu sagen. Und wir sind schon bei 97%. Perfekt. Okay, können wir es grabben? Dankeschön. Und letzte Fracture. Da unten wäre eins. Das gefällt mir aber auch nicht, weil da glaube ich auch immer viele Gegner kommen. So ein paar Spots gibt es leider, die ich nicht so optimal fand bis jetzt. Aber ich denke, wir finden, oder ich hoffe mal zumindest, dass wir noch ein weiteres hier finden. Ja, sonst nehmen wir das einfach, bevor wir hier zu lange warten. Ach komm schon, ich habe die falsche Taste gedrückt. Jetzt. Aber komm, irgendwo müssen wir doch hier noch eins finden. Kann doch nicht das einzige jetzt gewesen sein.
Wo sind wir denn hier? Schon wieder ziemlich am Ende von der Welt. Ich glaube, hier hinten ist keins. Ne, sieht nicht danach aus. Gehen wir mal hier noch rüber. Und schauen mal. Hier spawnt auch immer noch oft noch eins, aber hier ist anscheinend auch keins. Ne, keins. Schade. Da ist eins. Weiß nicht, ob das besser ist, als es da unten. Ich fliege das hier einfach nochmal kurz ab. Schadet ja eigentlich nichts. Ah, komm schon. Okay, anscheinend finden wir hier keins mehr. Eventuell müssen wir dann... Ah doch, da unten ist eins. Nice, das gefällt mir. Das ist cool, perfekt. Jo, mach ich. Das hier ist nämlich auch ein bisschen versteckt. Da kommen die Gegner auch nicht so einfach hin. Ich gebe mein Bestes. Da hinten ist der Jackal. Jackal. Ah, Mod nehmen wir natürlich mit. Auch wenn das hier Mods sind, die wir eigentlich schon alle haben. Haben. Ah, ich immer mit meinem Schwäbisch hier. Okay, von der Seite kommt gerade keiner. Weg mit dir. Ah, der springt immer recht weit. Aber wir haben ihn bekommen. Gut, ist hier jemand gerade? Ja, das machen wir mal weg. Ah, der ist auch da, okay. Man sieht ja zum Glück immer, wenn das hier Schaden bekommt. Unter der Karte links. Okay, vielleicht war das hier doch nicht so einfach. Vielleicht macht es schwerer, dass es hier, wenn es hier so versteckt ist. Gut, man könnte auch Enemy Radar als Mod mitnehmen. Dann würden wir sehen, wo die Gegner sind. Das wäre vielleicht auch noch eine schlaue Idee gewesen, aber bis jetzt ging es bei mir auch immer ohne. Und ich habe ja mittlerweile schon ein paar Missionen gemacht. Weiß gar nicht, wie viele das im Endeffekt dann waren. Ach komm, weg mit dem. Und 62% haben wir schon wieder. Das heißt, wir haben es bald geschafft. Ja, okay, 20 Minuten braucht man dann anscheinend doch. Mal wieder den Mesmer-Skin aktivieren und ich sollte mal nach da vorne gehen, weil da spawnen gerade Gegner. Die meisten Gegner gehen auch, ist vielleicht auch gut für euch zu wissen, gehen eigentlich auf euch, wenn ihr hier um den Fracture rum seid. Die werden erstmal euch attackieren. Nur wenn ihr logischerweise, keine Ahnung, paar hundert Meter weg seid, hier hinten irgendwie Gegner bekämpft und hier welche spawnen, gehen die natürlich schon da drauf. Aber an erster Stelle, wenn ihr hier in der Nähe bleibt, gehen die als erstes eigentlich auf euch. Zumindest die meisten Gegner. Deshalb ist es auch nicht so wichtig, oder habe ich jetzt zumindest mitbekommen oder erlebt, dass... Ja, dass ihr jetzt einen Defense-Frame irgendwie mitnehmt. Wie Frost oder so. Also fand ich jetzt nicht nötig. Seht ihr ja auch gerade, dass wir das eigentlich nicht brauchen. Eigentlich geht es eher darum, dass wir überleben. Und wir haben es geschafft. Nice, jetzt müssen wir das nur noch aufnehmen. Und bekommen eine Diluted... Thermia, wie auch immer man es ausspricht. Und wir müssen jetzt nur noch zurück zu Fortuna und extracten. Dann haben wir es auch schon geschafft. Und dann müssen wir eigentlich die Opticore Wendel bekommen. Ich bin mal gespannt, was uns jetzt erwartet. Wir werden wahrscheinlich gleich eine E-Mail, eine Inbox-Nachricht bekommen.
Und wir müssen hier gleich mal dem Kollegen hier schreiben. In your mailbox eine Message und wir haben die Opticore Vandal bekommen. Eine richtig geile Sache. Wir haben das auch direkt jetzt, die Waffe direkt im Inventory anscheinend. Das schauen wir uns doch direkt mal an. Ah, ob ich Gra habe, ja. Das muss ich gleich mal nachschauen. Aber schreibe ich ihm gleich, wenn ich hier mit der Aufnahme fertig bin. Die Opticore Vandal, wo ist sie denn? Haben wir die in unserem Inventory drin? Ja, natürlich haben wir das. Richtig gute Sache. Perfekt, perfekt. Die werde ich auf jeden Fall auch mal hochleveln. Da ist schon sogar ein Orukin. Was ist? Wie heißt er? Orukin. Immer die Frage. Orukin. Ich weiß es gleich. Orukin Catalyst. Okay. Ist schon installiert. Das ist natürlich auch richtig gut. Ich denke, das wird auch eine sehr gute Waffe werden für mich. Oder was heißt werden? Ist eine gute Waffe. Aber eine Waffe, die ich bestimmt auch viele spielen werde. Und ja. Wir haben hier das Event theoretisch durch. Wir haben hier alles freigeschaltet, was geht. Und ja. Ich hoffe, euch hat es gefallen, heute das zusammen zu machen. Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Ich fand es auf jeden Fall cool. Wir haben jetzt die Opticore Vandal, eine richtig gute Waffe. Und ja. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo da und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein und falsche Richtung, ciao!